Die Wikinger waren unerschrockene Kämpfer. Und einige wenige besaßen eine vollendete Waffe. Ein Schwert, das seiner Zeit fast 1000 Jahre voraus war. Geschmiedet von einem unbekannten Meister aus einem Material, über das andere Völker erst Jahrhunderte später verfügen sollten. Die Klingen trugen den Namen Ulfbert. Diese Schwerter waren viel besser als alle anderen, die jemals in Europa hergestellt worden sind. Die Geheimnisse dieser Schmiedekunst gingen im Laufe der Zeit verloren. Doch der größte Stahlkonzern der Welt und ein moderner Schmied möchten das Rätsel lösen und das Ulfbert wieder zum Leben erwecken. Das ist die größte Herausforderung, der ich mich jemals gestellt habe. Und das motiviert mich. Ein Jahrtausend nach seiner ruhmreichen Zeit gibt das Wikingerschwert nun seine Geheimnisse preis. Der Schwertkampfmeister John Clemens hat einige der berühmtesten Schwerter geführt. Von Klingen aus Damaszenerstahl bis hin zum legendären Samurai-Schwert, dem Katana. Meisterschmiede haben es seit dem 14. Jahrhundert gefertigt. Es ist berühmt für seine elegant geschwungene Klinge und seine beeindruckende Schärfe. Das Katana ist eine wunderschöne, hervorragende Waffe. Damit lässt sich alles Mögliche schneiden. Einfach großartig. Aber es wird auch überschätzt. Denn Schärfe allein reicht nicht aus. Vorführungen, bei denen mit einem scharfen Schwert alle möglichen Materialien zerschnitten werden, sind schon beachtlich. Aber so beeindruckend auch wieder nicht. Ich zeige Ihnen, warum. Ich habe hier einen breiten, mittelalterlichen Anderthalbhänder mit einer stumpfen Klinge. Die Schneide ist nicht wirklich scharf. Aber schauen Sie, was jetzt passiert. Ein wirklich gutes Schwert braucht nicht nur eine messerscharfe Klinge. Härte, Flexibilität, Gewicht und Form bestimmen, wie gut eine Klinge den Ansprüchen ihrer Zeit genügt. Und ob es sich um ein Schwert von höchster Qualität handelt. Es gibt viele berühmte Schwerter, aber eines, von dem nur wenige je gehört haben, war perfekt für die Wikinger. Es war ein Luxusgut, selten und teuer, der Rolls-Royce unter den Schwertern. Dieses Wikinger-Schwert wurde lediglich von etwa 800 bis 1000 nach Christus hergestellt. Aus einem Stahl mit einem Reinheitsgrad, wie es ihn in Europa erst 1000 Jahre später wieder geben sollte. Diese Hightech-Waffe ihrer Zeit trug einen geheimnisvollen Namenszug: Ulfbert. Das Ulfbert-Schwert war einigen wenigen Elitekämpfern vorbehalten. Im Getümmel einer Wikinger-Schlacht stand es für die perfekte Einheit von Form und Funktion. Es wurde nicht Mann gegen Mann, sondern sehr brutal gekämpft. Es herrschte Chaos. Die Kämpfer liefen herum und nutzten jede Gelegenheit zum Angriff. Viele wurden mehrfach und aus allen Richtungen getroffen. Zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert eroberten die Wikinger von Skandinavien aus große Teile Europas. Ihre Schlagkraft ist legendär und ihre Schlachten werden bis heute gern nachgestellt. Zur Zeit der Wikinger kämpften die meisten Männer mit Äxten und Spießen. Nur wer es sich leisten konnte, benutzte im Nahkampf ein Schwert.
Aufgrund seiner Härte, Leichtigkeit und Flexibilität verschaffte das Ulfbert seinem Besitzer einen Vorteil. Diese Schwerter waren viel besser als alle anderen, die jemals in Europa hergestellt worden sind. Sie müssen wegen ihrer Qualität von unschätzbarem Wert gewesen sein. Bis heute wurden Tausende von Wikingerschwertern gefunden. Die meisten in Flüssen oder bei Ausgrabungen von Wikingergräbern in Skandinavien und Nordeuropa. Doch nur 171 davon wurden als Ulfberts identifiziert. Bei ihrem heutigen Zustand ist es nur noch schwer vorstellbar, dass dies tatsächlich einmal Hightech-Waffen waren. Nach Jahrhunderten im feuchten Boden sind von den einst prächtigen Klingen nur noch verrostete Gerippe übrig geblieben. Sie sehen heute nach nichts aus. Aber damals war das Ulfbert eine Waffe der Oberschicht, deren Träger Aufsehen erregten. Dieses Schwert war eine sehr kostbare, schöne und natürlich tödliche Waffe. Das Geheimnis seiner Herstellung ging vor fast 1000 Jahren verloren. Kann sich heute ein Schmied diese Technik zu eigen machen und das Ulfbert wieder zum Leben erwecken? Das ist die größte Herausforderung, der ich mich jemals gestellt habe. Und das motiviert mich. Ich brauche kein Schwert, aber ich muss einfach Schwerter schmieden. Nicht, weil ich nichts anderes könnte, sondern weil ich nichts anderes kann. In Wisconsin macht sich Rick Forer an die Arbeit seines Lebens. Er gehört weltweit zu den wenigen Schmieden, die in der Lage sein könnten, das Rätsel um die Herstellung des Ulfbert zu lösen. Zunächst mache ich eine Zeichnung von der Klinge, die ich rekonstruieren möchte. Das Ulfbert mit seinem eingelegten Namenszug war vor etwa 1000 Jahren gängig. Und seitdem hat noch niemand eine metallurgisch getreue Nachbildung hergestellt. Ich finde hoffentlich heraus, wie diese Klingen damals geschmiedet wurden. Fast alles, was mit der Herstellung des Ulfbert zusammenhängt, liegt im Dunkeln. Das waren zum großen Teil Geheimnisse. Denn natürlich gab damals niemand seine Verfahren preis. Bei der Erforschung der technischen Ausführung sind wir auf Ausgrabungsfunde angewiesen. Manchmal geht es nur darum, einen Millimeter wegzunehmen oder hinzuzufügen. Scheinbar unwichtige Feinheiten, die für die Qualität der Klinge aber einen riesen Unterschied machen können. Der Trick besteht darin, auf der Grundlage der archäologischen Funde genügend Daten zusammenzutragen, bis Proportionen und Aufbau der Klingen klar sind. Aus welchem Material bestanden diese Schwerter? Was ist das Besondere an ihrer metallurgischen Zusammensetzung? Alan Williams, einer der weltweit führenden Experten für historische Stahlwaffen, hat kürzlich in London eine Entdeckung über das Ulfbert gemacht, die unter Wissenschaftlern und Schwertschmieden großes Aufsehen erregte. Rüstungen und Schwerter haben mich seit jeher fasziniert. Und ich wollte schon immer herausfinden, woraus sie bestanden und wie sie hergestellt wurden. Über Jahrtausende wurde für Schwerter, Waffen und Rüstungen flüssiges Eisen verwendet. Seit etwa 800 vor Christus werden Waffen aus Stahl gefertigt. Das Verfahren beginnt mit Eisen, das als Eisenerz im Boden vorkommt. Das zerkleinerte Erz wird zunächst erhitzt, um das Eisen vom Stein zu trennen. Doch Eisen allein ist zu weich für eine schlagkräftige Waffe. Deswegen wird Kohlenstoff hinzugefügt, meist in Form von Kohle oder Holzkohle. Er härtet das Metall und verwandelt es in Stahl. Doch nicht alle Stahlsorten sind gleich. Williams untersucht zunächst die in Acryl gegossene Probe eines typischen Wikingerschwertes. Sie weist nicht nur einen niedrigen Kohlenstoffanteil, sondern auch Unreinheiten, sogenannte Schlacke, auf, die sie zusätzlich schwächen.
Mittelalterliches Eisen ist weich und spröde. Diese Probe stammt von einem Schwert minderer Qualität. Die langen, wurstförmigen Gebilde sind Schlackeneinschlüsse, der nichtmetallische Teil des Erzes, der sich nicht vom Eisen getrennt hat. Die Schlacke macht das Eisen brüchig. Das ist also kein Material für ein wirklich gutes Schwert. Im mittelalterlichen Europa konnten die Schmiede noch keinen schlackenfreien Stahl herstellen, weil ihre Feuer nicht heiß genug waren, um das Eisen vollständig zu schmelzen. Heutzutage werden Metalle bei Temperaturen von über 1500 Grad geschmolzen. So wird die Schlacke vom Eisen getrennt und mehr Kohlenstoff gleichmäßig untergemischt. Doch zur Wikingerzeit war Kohlenstoff nur durch Verbrennung von Kohle zu gewinnen und die Schlackeneinschlüsse konnten nur durch Hammerschläge aus dem Metall entfernt werden. Lange hielt sich die Vermutung, dass die vielen tausend mittelalterlichen Schwerter, die in Europa gefunden wurden, alle aus diesem minderwertigen Stahl gefertigt sind. Bis Williams das Ulfberht untersuchte. Ein oder zwei Schwerter, die ich geprüft habe, fallen aus dem Rahmen. Sie bestehen aus einem Stahl, den ich bei mittelalterlichen Objekten noch nie gesehen habe. Dies scheint mir ein ganz anderes Material zu sein. Als erstes fällt auf, dass die länglichen grauen Schlackeneinschlüsse fehlen, die das Metall spröde machen. Die einheitliche Struktur erinnert eher an modernen als an mittelalterlichen Stahl. Außerdem ist der Kohlenstoffanteil etwa dreimal so hoch wie bei dem mittelalterlichen Stahl, den wir vorhin gesehen haben. Ich fand das sehr eigenartig und konnte es mir nicht erklären. Die einzigen Schwerter, die aus diesem reinen Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil gefertigt waren, trugen den Namenszug Ulfberht. Ihr Material, Tiegelstahl genannt, verlieh den Schwertern Eigenschaften, mit denen sie ihrer Zeit weit voraus waren. Doch für diesen Stahl musste das Eisen bei hohen Temperaturen verflüssigt werden und ein entsprechendes Verfahren kam in Europa erst Jahrhunderte später auf. Das verwendete Metall war ein neues Material, das es im Mittelalter nirgendwo sonst in Europa gab. Das größte Rätsel ist die Herkunft dieses Rohmaterials. Die ersten archäologischen Hinweise auf eine europäische Tiegelstahlproduktion gibt es erst 800 Jahre später. Wie also sind diese Nordländer, die vielen bis heute als Barbaren gelten, an diesen revolutionären Werkstoff gelangt? Entgegen ihrem Image waren die Wikinger in vieler Hinsicht sehr fortschrittlich. Sie waren erfahrene Seeleute und Händler, die vermutlich bis nach Nordamerika und Zentralasien reisten. Zur Zeit der Wikinger waren in Skandinavien alle freien Männer per Gesetz verpflichtet, Waffen zu besitzen und in den Krieg zu ziehen. Doch die Kriegsführung der Wikinger bestand vor allem aus Raubzügen und Plünderungen. Viele Wikinger waren Heiden, die ihre Waffen verehrten und glaubten, dass ein Schwert seinem Besitzer helfen konnte, nach Valhall zu kommen. Die Kämpfer gelangten in ein Paradies, Valhall genannt, wo sie sich festgelagen und Waffenspielen widmeten. Nach Valhall kamen nur Kämpfer, die mit dem Schwert in der Hand in der Schlacht gefallen waren. Die Sagen erzählen von der Kraft der Schwerter. Viele trugen Eigennamen, die beispielsweise mit Bären oder Wölfen verbunden waren. Wer seinem Schwert einen Namen gab, konnte ihm so die Kraft eines Vorfahren oder eines besonders starken Kämpfers verleihen. Deine Waffe ist blockiert und hier tut sich eine Lücke auf. Wenn du diesen Hieb führst, komme ich mit meiner Schwertspitze zwischen deine Waffe und dein Schild. Laut John Clemens kam es damals nur selten zu einer direkten Berührung der Klingen. Stattdessen schlugen die Kämpfer auf die Panzer und Schilde ein, während sie versuchten, ihre Gegner zu töten.
In Wirklichkeit wurden die Klingen nicht ständig gekreuzt. Sehr gut. Sie setzten ihre Schilde sehr dynamisch ein und versuchten, ihren Gegner im Nahkampf mit heftigen Hieben zu überwältigen. Ich greife an und blockiere deinen Schild. Wenn ich einen Fehler mache, wirst du mich treffen. Aber wenn es klappt, tut sich hier eine Lücke auf, weil du deinen Schild nicht heben kannst. Das Schwert ist ein Werkzeug, mit dem sich auch Schläge abwehren lassen. Es muss robust und belastbar sein, denn die Kämpfer prallen nicht immer nur aufeinander. Es ist viel dynamischer. Durch die fehlenden Schlackeneinschlüsse im Stahl war das Ulfbert ungewöhnlich flexibel. Und das war ein großer Vorteil. Ein Wikinger war verloren, wenn sein Schwert in einem Schild stecken blieb und zerbrach. Diese Belastungen erforderten einen besonderen Stahl. Und einem solchen Schwert wurden möglicherweise sogar Zauberkräfte zugeschrieben. Magie und Wissenschaft waren in der Geschichte der Menschheit seit jeher verbunden. Und das Ulfbert vereinte die Mystik der Vergangenheit mit der Präzision moderner Technik. Daraus machen wir jetzt unseren Stahl. Aus diesem Roheisen muss Rick zunächst Tiegelstahl herstellen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem fertigen Schwert. Doch schon der kleinste Fehler könnte zum Scheitern des Projekts führen. Die Holzkohle wird den Kohlenstoff für unseren Stahl liefern. Die Kohle wird zum Bestandteil des Stahls. Wir brauchen nicht viel. Wenn alles gut geht, wird der Kohlenstoff aus der Holzkohle das Roheisen zu Stahl härten. Das ist Sand. Und das hier ist Glas. Diese Materialien werden schmelzen, sich mit den Abfallstoffen verbinden und die Schlacken ausschwemmen. Übrig bleibt das reine Metall, das den Kohlenstoff absorbiert. Im Rahmen ihrer mystischen Bräuche könnten manche mittelalterlichen Schmiede auch andere Kohlenstoffquellen genutzt haben, um ihre Schwerter zu härten. You can also use bone. Neben der Kohle lassen sich auch verbrannte Knochen verwenden, um den Stahl zu härten. Etwa Knochen von einem Vorfahren oder von einem Bären. So wurde mit der Kohle auch die Kraft des Tieres oder des Kämpfers in den Stahl hineingehämmert und zu einer perfekten und wahrscheinlich auch sehr schlagkräftigen Stahlklinge verarbeitet. Wir setzen jetzt den Deckel auf den Tiegel. Der Lehm wird den Tiegel im Ofen versiegeln, sodass keine weitere Kohle eindringen kann. Wir brauchen nur eine bestimmte Menge Kohlenstoff. Mehr wäre zu viel. Fertig. Rick wird das Metall in einem mittelalterlichen Ofen aus Ziegeln und Lehm schmelzen. Es handelt sich um den Nachbau eines Ofens, der kürzlich 4000 Kilometer von Skandinavien entfernt in Zentralasien entdeckt wurde. Ich fülle ihn bis zum Rand mit Kohle. Denn wir brauchen so viel Hitze wie irgend möglich. Ich nehme an, so haben sie es auch vor 1000 Jahren gemacht. Holzkohle erzeugt genügend Hitze, um Stahl zu schmelzen. Der Trick besteht darin, den Ofen so lange geschlossen zu halten, bis das Material im Innern des Tiegels geschmolzen ist. Wir brauchen noch zwei Backsteine, dann ist der Ofen versiegelt und wir können das Feuer anzünden. Wenn wir alles richtig machen, sollten wir fast 1600 Grad erreichen. Das genügt, um den Inhalt des Tiegels vollständig zu verflüssigen. Dann haben wir unser Ausgangsmaterial für das Ulfbert. Letzter Backstein.
Da der Tiegelofen oben verschlossen ist und die Frischluft von der Seite zugeführt wird, hält er die Hitze besser als jeder andere europäische Ofen der damaligen Zeit. Rick und sein Assistent Kevin Cashin stehen stundenlang an den Blasebälgen. Im Mittelalter wurde dafür das ganze Dorf mobilisiert. Die Schlacke trennt sich erst bei einer Temperatur von über 1500 Grad vom flüssigen Stahl. Schon der kleinste Riss im Schmelztiegel könnte den gesamten Vorgang zum Scheitern bringen. Wenn alles gut geht, wird das Endergebnis hoffentlich ein Stahlblock sein. All diese Arbeitsschritte für ein einziges Stück Metall. Und in jedem Stadium können verhängnisvolle Fehler passieren. Der Tiegelstahl wurde nicht von den Wikingern erfunden. Es gibt keinerlei Hinweise, dass die Europäer vor der industriellen Revolution des 18. Jahrhunderts über das nötige Wissen verfügten. Dennoch wurde anderswo auf der Welt bereits 500 Jahre vor dem Aufkommen des Ulfbert mit Waffen aus Tiegelstahl gekämpft. Die Schwertschmiede Zentralasiens fertigten einige der besten Schwerter aller Zeiten mit Klingen aus Damaszenerstahl. Ein Material, das dem Stahl des Ulfbert sehr ähnlich ist. Damaszenerstahl ist eine besondere Art von Tiegelstahl mit einer ähnlichen chemischen Zusammensetzung, der jedoch sehr langsam abgekühlt wurde, sodass das Eisen große Kristalle bildete. Anschließend wurde der Stahl sorgfältig geschmiedet, bis aus diesen Kristallen an der Klingenoberfläche ein Muster entstand. Die ungewöhnlichen Schwerter wiesen ähnlich hervorragende Qualitäten wie das Ulfbert auf. Wenn die Wikinger keinen Tiegelstahl herstellen konnten, woher hatten sie ihn dann? Ein Hinweis könnten Fundstücke aus Wikingergräbern sein, die in Skandinavien bereits im 8. Jahrhundert im Umlauf waren. Dieser Buddha wurde auf einer Insel westlich von Stockholm gefunden. Er stammt aus dem Nordosten Indiens und beweist, dass die Wikinger Handel mit dem fernen Osten trieben. Dasselbe gilt für diesen Ring mit der Inschrift Allah. Die Gräber der Wikinger enthielten Tausende von Fundstücken aus dem Osten. In Skandinavien waren sogar islamische Münzen im Umlauf. Damals war es möglich, auf Flüssen und Seen vom schwedischen Mälarsee bis in den Nordiran zu gelangen. Der Schifffahrtsweg ist als die Wolga-Handelsroute bekannt. Interessanterweise stammen die meisten Ulfbert-Schwerter genau aus der Zeit, in der die Wolga-Handelsroute offen war, also vom frühen 8. Jahrhundert bis Mitte des 10. Jahrhunderts. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Stahl für die Ulfbert-Schwerter aus dem Iran stammte. Ich nehme an, er wurde im Iran mit Pelzen und anderen nordischen Waren bezahlt und mit kleinen Flussschiffen zurückgebracht. Nach dem 11. Jahrhundert war die Wolga-Handelsroute versperrt und es wurden keine Ulfbert-Schwerter mehr hergestellt. Für mich ist das ein starkes Indiz dafür, dass sie aus einem importierten Rohmaterial gefertigt wurden. Der Ofen, der Rick als Modell gedient hat, wurde in Zentralasien gefunden, nahe dem Ende der Wolga-Handelsroute. Nach 5 Stunden wird es nun Zeit nachzuschauen, ob der Schmelzvorgang erfolgreich war. Ich glaube, das Feuer hat gut gebrannt. Da müsste jetzt also ein Stahlblock drin sein. Ein Großteil der Verunreinigungen wurde vom Stahl getrennt und von Sand und Glas absorbiert, die nun zusammen mit dem Tiegel entfernt werden.
Das sieht mir nach einem feinen Block aus, den wir jetzt zu einem guten Ulfbert-Schwert schmieden werden. Aus diesem Stück Stahl wird die gesamte Klinge entstehen. Dass keine Funken sprühen, deutet auf einen schlackenfreien, reinen Stahl hin. Doch die wahre Kunst besteht darin, das harte, kohlenstoffhaltige Metall zu bearbeiten. Der erste Arbeitsschritt ist schwierig. Es erfordert Behutsamkeit. Sonst kommt es zu Rissen. Tiegelstahl ist schwer zu bearbeiten, weil die Eisenatome beim Abkühlen ineinander verzahnte Kristallstrukturen bilden. Diese sogenannten Dendriten sehen aus wie Eismuster auf einer Fensterscheibe. Durch den Kohlenstoff im Tiegelstahl werden die Bereiche rund um die Dendriten hart und schwer zu schmieden. Das Eisen ist zu diesen dendritischen Bäumen erstarrt und will sich nicht bearbeiten lassen. Die Kristalle greifen ineinander und müssen durch die Schläge langsam voneinander getrennt werden. Danach macht es dann allmählich mehr Spaß. Rick muss 8 Stunden lang hämmern, nur um den Block zu einem Barren zu formen. Noch 2. Wir beginnen jetzt, ihn zu einem längeren Barren zu formen, aus dem wir dann das Schwert schmieden. Aber es sieht sehr gut aus. Um zu testen, wie gut sein nach einem uralten Verfahren hergestellter Stahl wirklich ist, wird Rick ein kleines Stück an den größten Stahlkonzern der Welt schicken. ArcelorMittal produziert jährlich fast 90 Millionen Tonnen Stahl. 20% aller weltweit hergestellten Autos enthalten den Stahl dieses Unternehmens. In der modernen Stahlproduktion wird die Zusammensetzung des Stahls dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst. Es gibt heute hunderte von Stahlsorten, die sich für bestimmte, aber nicht für alle Zwecke eignen. Die Wikinger legten sicherlich Wert auf eine harte Oberfläche des Schwertes, um seine Schlagkraft zu gewährleisten. Gleichzeitig durfte das Schwert im Kampf nicht zerspringen oder brechen, wenn es in einem Schild stecken blieb. Sie mussten es herausziehen können, ohne dass es sich verbog. Und die Schneide musste scharf bleiben. Um das beste Metall für einen bestimmten Zweck zu finden, testet Sussmans Team die Beanspruchbarkeit verschiedener Stahlsorten. Heute vergleichen sie Ricks Tiegelstahl mit dem typischen europäischen Metall der damaligen Zeit. Auf ihren Raubzügen durch Europa trafen die Ulfbert-Schwerter der Wikinger wahrscheinlich auf Waffen aus diesem minderwertigen Eisen. Das Metall ist spröde und bricht wie ein trockener Zweig. Das wäre ein sehr minderwertiges Schwert gewesen, das im Kampf hätte zerbrechen können. Nun wird die Maschine messen, ob Ricks Tiegelstahl größeren Belastungen standhält. Der Tiegelstahl, den wir getestet haben, hatte sehr gute Eigenschaften für ein Schwert, das beanspruchbar, aber auch flexibel sein sollte. Das Ergebnis war gar nicht schlecht. Eine Untersuchung der Mikrostruktur mit einem Rasterelektronenmikroskop wird zeigen, ob es Rick gelungen ist, einen schlackenfreien, reinen Stahl herzustellen. Es ist erstaunlich, wie sauber die Oberfläche ist. Das Bild zeigt keine Schlacken oder andere Einschlüsse, die als dunkle Kreise erscheinen. Die Einschlüsse sind winzig und sehr weit verstreut. 2000 Jahre nach der Erfindung des Tiegelstahls gibt Sussman, der jahrzehntelang moderne Stahlsorten entwickelt hat, Ricks Probe eine für seine Verhältnisse sehr positive Beurteilung. Das wäre auch heute ein ganz ordentlicher Stahl. Angesichts der geringen metallurgischen Kenntnisse und der primitiven Werkzeuge der damaligen Zeit ist das Ergebnis gar nicht schlecht. Nach 16 Stunden Hämmern hat Rick seinen Stahlblock zu einer Klinge geschmiedet.
Wir haben die Klinge geformt und werden ihr jetzt noch eine Spitze geben, damit sie wie ein Schwert und nicht nur wie ein Stab aus Stahl aussieht. Wir geben ihr jetzt ihre endgültige Form. Ricks Schwert wird am Ende spitz zulaufen, so wie alle Ulfbert-Schwerter. Nochmal. Flach. Die Schwerter der Skandinavier waren so geformt, dass sie die damals gebräuchlichen Kettenpanzer durchdringen konnten. Dazu braucht es eine spezielle Spitze und eine bestimmte Querschnittsgeometrie. Sie änderten die Form ihrer Schwerter, damit sie die Kettenpanzer leichter durchstoßen konnten. Um die Vorteile der spitzen Wikingerschwerter zu demonstrieren, testet Clemens zunächst die Kopie eines älteren römischen Schwertes an einem Kettenpanzer aus der Wikingerzeit. Dieses Schwert wurde von Reitern benutzt und hat eine rundere Spitze. Nicht ein einziger Ring ist verformt, gerissen oder irgendwie beschädigt. Mit einer runderen Spitze lässt sich der Kettenpanzer also nicht durchstechen. Ja, sie bleibt nicht einmal hängen. Im Gegensatz zu einer schmaleren, härteren Spitze, die den Panzer durchdringt. Dieses Wikinger-Schwert läuft also spitze zu. Es hat tatsächlich zwei oder drei Nieten gesprengt. Hier ist ein Loch entstanden. Ich konnte fühlen, wie die Klinge durch den Stoff in Gummi und Schaumstoff darunter stieß. Eine solche Klinge war im Wettstreit zwischen Schwert und Kettenpanzer ein Fortschritt. Die Form des Ulfbert-Schwertes wurde den Anforderungen der damaligen Zeit also perfekt gerecht. Doch sein eigentlicher Wert beruhte nicht nur auf dem hervorragenden Material, sondern auch auf seinem Namen. Wir sind jetzt so weit, dass wir mit den Buchstaben für den eingelegten Namenszug beginnen können. Ulfbert. Hier haben wir das Kreuz, ULFB, das E ungefähr in der Mitte, RH Kreuz T. Genau wie sein geheimnisumwitterter Vorgänger vor 1000 Jahren geht Rick mit dem Namenszug auf dem Schwert ein Risiko ein. Durch diese Einschnitte kann die Klinge geschwächt werden. Wenn ich also einen Fehler mache, werde ich von vorn anfangen müssen. Wie Sie vielleicht erkennen können, ist das hier das B in Ulfbert. Es hebt sich vom Rest des Schwertes ab. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass sich einige Teile der Buchstaben lösen, denn das Schwert war sehr lange im Boden vergraben. Das hat ein sehr geschickter Handwerker gemacht. So etwas ist alles andere als leicht. Dies ist einer der vielen riskanten Punkte bei der Herstellung dieses Schwertes. Wir müssen die Hohlräume präzise ausmeißeln und dann die andersfarbigen Eisenbuchstaben in die Stahlklinge einlegen. Ich arbeite sie also mit dem Meißel heraus und füge anschließend die Eisenintarsien ein. Durch diese zusätzliche Arbeit an dem Namenszug wurde das Schwert noch stärker und wertvoller. Warum dieser Name? Wir wissen es nicht. Vielleicht sollte er so etwas aussagen wie: Dies ist das einzig Wahre, ein Qualitätsschwert. Aber der Name Ulfbert bleibt ein Rätsel. Wir wissen nicht, wer Ulfbert war. Es gibt in den schriftlichen Quellen dieser Zeit keine Beispiele für diesen Namen. Er taucht nirgendwo auf.
Was kann uns der Name über den Hersteller der Schwerter sagen? Da die Ulfbert-Schwerter über einen Zeitraum von 200 Jahren gefertigt wurden, können sie nicht von einem Schmied allein stammen. Der Name scheint fränkischer Herkunft zu sein. Das Fränkische Reich umfasste im Mittelalter das heutige Frankreich und Deutschland. Der Namenszug gibt einen Hinweis. Vor dem Namen steht ein kleines Kreuz. Und gewöhnliche Menschen würden kein Kreuz vor ihren Namen setzen. Im Mittelalter erstreckte sich die Herrschaft der römisch-katholischen Kirche über das Fränkische Reich und darüber hinaus. Sie war nicht nur ein häufiger Gegner der heidnischen Wikinger, sondern auch ein bedeutender Waffenproduzent und Waffenhändler. Ein griechisches Kreuz vor einem Namenszug wurde nur von Bischöfen und Äbten verwendet. Es muss sich also um den Namen eines Bischofs, eines Abtes oder auch eines Klosters handeln. Möglicherweise wurden die Schwerter von den Gegnern der Wikinger innerhalb der römisch-katholischen Kirche hergestellt und dann irgendwie nach Norden geschmuggelt. Aber wir werden wohl nie erfahren, wie die Wikinger in den Besitz der Ulfbert-Schwerter gelangten. Denn der Handel mit den Skandinaviern war verboten. Wenn die Schwerter im Auftrag der Kirche gefertigt wurden, stellt sich die Frage, wie diese an den Tiegelstahl kamen. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Wikinger den Stahl aus Zentralasien oder dem Nahen Osten mitgebracht hatten. Vielleicht wurden die Schwerter also von den Wikingern selbst geschmiedet, trotz der ausländischen Aufschrift. Es gibt viele Gründe, warum ein Skandinavier ein ausländisches Wort und das Kreuz benutzt haben könnte. Es könnte sich um Magie oder um das Kopieren von Symbolen des untergegangenen Römischen Reiches gehandelt haben. Vielleicht hat auch nur jemand geglaubt, sie würden den Namen mögen. Es gibt Dutzende von möglichen Gründen für die Verwendung des fränkischen Namens Ulfbert. Dieses Rätsel um die Person Ulfbert, wer er gewesen sein könnte und welche Stellung er innehatte, wird vielleicht niemals gelöst werden. Ich frage mich, wer er war. Oder besser gesagt, wer sie waren. Und was diese Inschrift für die Besitzer dieser Schwerter bedeutete. Wir wissen nicht, ob Ulfbert eine Kenning, also ein kraftvolles Wort, eine Region oder eine Werkstatt war. Denn diese Schwerter entstanden über einen Zeitraum von 150 Jahren. Ich denke sehr viel darüber nach. Aber wenn du zu viel denkst, machst du Fehler. Wer oder was Ulfbert auch gewesen sein mag, der eingelegte Schriftzug garantierte den Käufern, dass sie das Schwert eines Meisterschmiedes erwarben. Wir werden es jetzt einsetzen. Ich brauche einen kräftigen Schlag. Sobald die Buchstaben eingeschlagen sind, werden sie erhitzt. Doch ob sie wirklich festsitzen, wird Rick erst am Ende seiner Arbeit wissen, wenn das Schwert poliert und die Oberfläche von der dicken Schicht Eisenoxid befreit ist, die sich abgelagert hat. Ich habe sehr lange gebraucht, um diese Klinge zu schmieden. Und wenn sie fertig ist, muss sie noch viele Stunden lang poliert werden, um zu überprüfen, ob das Schwert nach all der Arbeit wirklich gut ist und die Buchstaben lesbar sind. Wenn es schief ginge, wäre das großer Mist. Dann hätte ich nichts als ein Stück wiederverwendbares Material. Nun, da die Buchstaben fest mit dem Schwert verschweißt sind, muss Rick die sogenannte Hohlkehle einschmieden. Die Hohlkehle ist eine Vertiefung in der Mitte der Klinge. Sie offenbart die meisterliche Handwerkskunst der Wikingerschmiede. Die Hohlkehle wird allmählich tiefer. Sie wird über die gesamte Länge der Klinge führen.
Die Hohlkehle ermöglicht längere und breitere Klingen, die dasselbe Gewicht haben wie dickere Stahlschwerter ohne Hohlkehle. Denn sie fungiert als eine Art I-Träger. Ein I-Träger besteht aus zwei seitlichen Bauteilen und einer horizontalen. Hier fungiert die Hohlkehle als die horizontale. Darauf folgt etwas dickeres Material und dann die Schneide. Ein Minimum an Material garantiert ein Maximum an Stabilität. Mit der Zeit werden die Klingen also immer länger und länger. Aber das Gewicht bleibt ungefähr gleich. Ein fertiges Schwert wiegt knapp 2 Pfund, ungefähr so viel wie ein Baseballschläger. Die Hohlkehle machte längere Klingen leichter. Wer um sein Leben kämpft, muss jede Gelegenheit zum Angriff nutzen. Manche Wikinger-Schwerter sind sehr schwer und lassen sich nicht mit der Leichtigkeit eines Fechters führen. Der Kämpfer braucht Kraft, um sie zu handhaben. Etwa, um nach einem kräftigen Hieb erneut auszuholen. Gelang es dem Kämpfer nicht schnell genug, zum Schlag auszuholen, bekam er oft keine zweite Chance. Diese Opfer eines Wikingerangriffs, die in einem Massengrab im südlichen Grönland gefunden wurden, weisen durchweg schwere Kopfverletzungen auf. Als Forensiker interessieren wir uns vor allem für die Wucht der Schläge. Dieser Schädel beispielsweise zeigt eine sehr saubere Schnittkante. Hier ist die Waffe eingedrungen und hat einen großen Teil des Schädels durchschnitten, bevor der Rest des Knochens zerschmettert wurde. Dieser Schlag war mit Sicherheit tödlich. Wurde ein Kämpfer in der Schlacht getötet, trafen die Überlebenden oft Vorkehrungen, um später im Jenseits seinem Zorn zu entgehen. Mit dem Verbiegen des Schwertes wurde auch seine Kraft vernichtet. Anschließend wurde es zusammen mit seinem Besitzer begraben. Auf diese Weise war die Macht der Waffe gebrochen. Solche zunächst erhitzten und dann verbogenen Schwerter wurden zu Hunderten aus Wikingergräbern zutage gefördert. Wer einem Feind ein Schwert abnahm, sorgte dafür, dass dieser ihm später im Jenseits nichts mehr anhaben konnte. Deswegen wurde in einer Art Ritual auch das Schwert getötet. Rick erhitzt sein Schwert aus einem anderen Grund. Er ist bei seinem riskantesten Arbeitsschritt angelangt, dem Abschrecken. Das ist die eigentliche Geburt des Schwertes. Vorher ist es nur ein Stück Metall. Beim Abschrecken wird das erhitzte Schwert durch die plötzliche Abkühlung gehärtet. Durch dieses Verfahren ändert sich die atomare Struktur des Metalls. Der Legende nach kühlten die Schmiede ihre Schwerter früher mit allen möglichen Flüssigkeiten ab. Von Wasser bis hin zu Drachenblut. Rick hat sich für Öl entschieden. Er wird das Schwert abschrecken, sobald die Klinge in einem matten Orange glüht. In diesen letzten paar Minuten kann die gesamte Arbeit zunichte gemacht werden. Dieses Schwert hat sehr viel Mühe und Zeit gekostet. Wenn es jetzt zerbricht, werde ich am Boden zerstört sein. Niemand weiß, ob die Hersteller der ursprünglichen Ulfbert-Schwerter ihre Waffen abgeschreckt haben. Doch Rick ist davon überzeugt. Er sieht das Abschrecken als endgültigen Beweis für die meisterliche Handwerkskunst des Schmiedes. Ich liebe den Stahl und diese sehr unmittelbare Interaktion mit einem Rohmaterial, das so gut wie nichts verzeiht. Selbst bei richtiger Behandlung kann absolut alles schiefgehen. Das sieht gut aus. Das Abschrecken härtet die Klinge, aber sie kann auch Risse bekommen. Wenn der Stahl rissig wird, ist das hörbar. Ein Ping-Geräusch bedeutet, dass die Klinge irgendwo einen Riss bekommen hat und wir von vorn anfangen müssen. Ich denke, es ist gleich soweit.
In etwa 10 Sekunden wissen wir, ob wir ein gutes Schwert haben oder nicht. Wir können es jetzt wagen. Es geht los. Ich habe nichts gehört. Kein Riss. Wir müssen es etwas begradigen. Es hat sich leicht verbogen, aber das kriegen wir hin. Ich glaube nicht, dass seit dem Mittelalter ein Schwert mit der Aufschrift Ulfbert hergestellt wurde. Und das ist 900 oder 1000 Jahre her. Wir haben ein Ulfbert. Ich denke, wir haben eine gute Klinge. Ich möchte den Namen sehen. Darauf habe ich sehr lange gewartet. Der Name wird erst sichtbar werden, wenn das Schwert abgekühlt ist und Rick es polieren kann. Doch auch nach 1000 Jahren gibt der rätselhafte Namenszug noch ein Geheimnis preis. Alan Williams hat bis heute 44 Ulfbert-Schwerter aus 5 Ländern untersucht und dabei eine Entdeckung gemacht. Auf einigen Schwertern ist der Name Ulfbert so geschrieben. Kreuz U-L-F-B-E-R-H Kreuz T. Auf anderen dagegen steht H-T Kreuz. Die Schwerter mit der Schreibweise H-Kreuz T sind aus Stahl mit einem hohen Kohlenstoffanteil gefertigt, während diejenigen mit dem Kreuz am Ende aus einem minderwertigen Stahl mit einem viel geringeren Kohlenstoffgehalt bestehen. Hierbei muss es sich um Kopien gehandelt haben. Von den 44 Ulfbert-Schwertern, die Williams untersucht hat, sind 33 nicht aus Tiegelstahl gefertigt. Hier steht RHT und dann das zweite Kreuz. Das sind natürlich zeitgenössische Fälschungen, mit denen die Leute damals aus dem guten Ruf der Ulfbert-Schwerter Kapital schlagen wollten. Sie wurden wahrscheinlich von unkundigen Handwerkern für ahnungslose Kunden gefertigt. Auf einen arglosen Käufer wirkte dies wie ein echtes Ulfbert-Schwert. Aber es zerbrach viel leichter, was in einer Schlacht natürlich sehr ungelegen kommt. Ricks Schwert ist aus Tiegelstahl und trägt den Namenszug eines echten Ulfbert-Schwertes, Kreuz T. Doch bevor sein Schwert sich wirklich Ulfbert nennen kann, muss er sich vergewissern, dass der eingelegte Name sichtbar ist. Nachdem er die Klinge ein letztes Mal getempert, also erhitzt hat, damit sie nicht zu spröde wird, beginnt er mit dem Polieren. Es kann ein paar Tage dauern, bis die Klinge von Hand poliert ist und so aussieht, wie ich es von einem Schwert erwarte. Es war der Glanz des Metalls, nach dem die Menschen verlangten. In einer Welt voller Schlamm, Wald und Felsgestein war poliertes Metall eben etwas ganz Besonderes. Rick poliert das Schwert mit immer feiner gekörnten Steinen. Erst danach wird er es schleifen. Doch es ist immer noch nicht sicher, dass der eingelegte Namenszug überlebt hat. Wenn die Einlegearbeit das Schleifen überstanden hat, werden wir mit einer ätzenden Säure einen Kontrast zwischen den beiden Materialien schaffen, damit der Name gut lesbar ist. Dann sehen wir, ob ich erfolgreich war. Das Kreuz U L F B E
R H Kreuz T. Cross T. Looks really good. Es sieht gut aus. Ein schöner Namenszug. Das ist ein großartiges Schwert, das den Namen Ulfbert verdient. Worthy of the name Ulfbert. Wir sprechen hier über ein Schwert, das vor über 1000 Jahren hergestellt wurde. Ich verstehe mich als Bewahrer dieses Wissens. Ich könnte keine bessere Klinge schmieden. In diesem 2 Pfund schweren Stück Stahl steckt meine ganze Kunstfertigkeit.